promosso in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. Birraforst vi augura buona visione di 2M al quadrato. Herzlich willkommen bei 2x2. Wir sind im oberen Finchgau, genauer gesagt stehen wir vor den Toren von Klurns. Und warum diese Stadt auf den Tränen des Kaisers aufgebaut ist, werden wir gleich erfahren. 2M al quadrato vi porta oggi in Alta Val Venosta, siamo a Glorenza, è nota questa città per le sue mura, ma tante sono le curiosità che vi porteremo a scoprire. Bei uns ist jetzt der Klurnser Stadtführer Karl Hofer. Herr Hofer, es heißt, Klurns sei auf den Tränen von Kaiser Maximilian aufgebaut worden. Was ist denn da geschehen? Ja, man muss sagen, wieder aufgebaut, weil die ursprüngliche Kleinstadt, gegründet von Grafen von Tirol, Mailand II. Um 1304, wurde in der Kalfenschlacht im Jahre 1499 zerstört von den Schweizern. Also die Schweizer haben den Tiroler die Schlacht gewonnen und haben Klurns eingeäschert. Kaiser Maximilian ist leider Gottes dann ein paar Tage später mit seinem Heer eingetroffen, hat am Tatschabühl sehr geweint und hat dann anschließend Klurns wieder aufgebaut. Und wir sehen, die heutige Stadtanlage ist von seinem Architekten Kühlerer erbaut worden. Hofer, man sagt, Klurns sei die kleinste Stadt Europas. Stimmt das denn? Stimmt nicht ganz. Klurns ist die kleinste Stadt südlich der Alpen und von Italien. Klurns hat eine Einwohnerzahl von 897 und ein Flächenterritorium von 1300 Hektar. Davon sind 650 Wald. Klurns ist somit flächenmäßig und, und von der Einwohnerzahl her die kleinste Stadt, wie gesagt, südlich der Alpen und von Italien, aber nicht von Europa. Siamo in compagnia del signor Valerio Rainis, una delle guide esperte della città di Glorenza. Lunghissima la storia di questa città, cosa c'è da sapere? Allora, una delle date importanti di Glorenza è il 1220, dove è stata data a Glorenza sede di mercato. Questa sede di mercato ha portato benefici economici e poi nell'anno 1499, nella battaglia di Calva contro gli svizzeri che Glorenza ha perso, l'imperatore Massimiliano, proveniente dal sud di Monaco di Baviera, dall'area ausburgica, ne ha preso a cuore e ha risanato, rifatto Glorenza e oggi si può vederla e ammirarla anche con queste grandi mura che la circondano. Signor Valerio, si dice che Glorenza sia la città più piccola d'Europa, qual è la verità? Non esattamente. Glorenza è la più piccola città in Italia e una tra le più piccole in Europa. Glorenza conta circa 900 abitanti, è una cittadina vivibile, molto ammirata, molto visitata, infatti io ci vivo volentieri e è considerato un gioiello dell'Alto Adige. Alle nostre spalle l'abitato di Glorenza, proprio da questo luogo, dalla collina di Tarces, nel 1499 l'imperatore Massimiliano I vide bruciare l'intera cittadina. Decise di volerla ricostruire con le sue famose mura che ancora oggi tutti noi possiamo ammirare. Wir stehen jetzt hier auf dem Tatscher Bühl oder auch Tatscher Büchel genannt und hier stand damals 1499 auch Kaiser Maximilian I., der letzte Ritter. Und er kam zu spät und sah seine Stadt Klurns brennen. Und auf seinen Tränen wurde sie dann wieder neu aufgebaut. Bis zum nächsten Mal bei 2M hoch 2.
promosso in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. Ci vediamo alla prossima puntata di 2M al quadrato con Birra Forst, buona perché ha sempre vissuto qui.